Ja, Banner Saga 2, ein Spiel, auf das ich mich sehr, sehr gefreut habe auf dieser E3. Man kann es hier spielen, einfach so am Stand. Also jeder, der das mag. Jetzt, ich wette, ihr wünscht euch jetzt, dass ihr hier wärt, dann könnt ihr es einfach schon spielen. Es geht gleich los und zwar mit der Story einfach weiter. Das haben sie ja schon gesagt, das ist ja eine Trilogie und deswegen gibt es auch wenig Neuerungen im Vergleich zum ersten Teil, sondern es wird einfach die Story weitererzählt. Ich will jetzt nicht spoilern, aber da gab es ja ein sehr einschneidendes Erlebnis am Ende des ersten Teils und direkt daran setzt Banner Saga 2 ein. Allerdings, man sieht, diesmal ist man unter anderem mit Schiffen unterwegs auf dieser wunderschönen Karte und unterwegs gibt es wie immer Entscheidungen. Da muss man dann immer so ein bisschen nach dem eigenen Bauchgefühl gehen, wie man diese Situation löst. Meistens endet es böse und natürlich können auch Charaktere sterben, auch die eigenen Helden können sterben. Und das ist das, was das Ganze so spannend macht. Dazu fantastischer Soundtrack wieder. Es ist wieder der Kerl, der auch den Journey-Soundtrack gemacht hat und den von Banner Saga 1. Und ja, dazwischen gibt es dann noch ein paar Kämpfe. Und die sind ähnlich wie im Vorgänger wieder, rundenbasiert. Und mal schauen, wie viel Spaß das dann am Ende macht. Aber der erste Eindruck ist echt klasse.